Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. So, erstmal werden wir uns um das Tieresproblem in Handelstreff noch kümmern. Es hieß ja, dass Tieres Freundin in dieses Gebiet hier verschleppt wurde von einem Hauttänzer und unserem tollen Häuterfreund, den wir im Brückenviertel vertrieben haben. Mal sehen, ob wir ihn dieses Mal zu fassen kriegen. Talisa, ihr seid gekommen. Das Wesen war dabei, das Mädchen hier zu töten und ich war gezwungen einzuschreiten. Sein menschlicher Komplize ist jedoch nur bewusstlos. Ich habe ihn bewusstlos geschlagen, er wollte mich töten. Schnell, Talisa, ich bin schwer verwundet worden und ich weiß nicht, ob der menschliche Komplize bald wieder zu sich kommt oder nicht. Tötet ihn jetzt, wo ihr die Gelegenheit dazu habt. Ja, tötet ihn, bitte. Habt ihr einen Plan? Ich hoffe, das ist kein Problem für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, dass Gleichgewicht. Taristan, wo ist böse und Reisa ist böse. Und Eri hat Magiewiderstand. Als ob wir euch dann also glauben würden, dass. Ich warte. Dass der echte Redschick ist. Was ist Tieres? Seid ihr das? Was tut ihr da, dieser? Tötet ihn jetzt. Genug Darista, diese Helden sind nicht bereit, sie jetzt zu töten. Ich wusste ja, dass euer Platz im Scheitern verurteilt war. Ich hätte dem nie zustimmen sollen. Sch, Redschick, ihr Narr. Dies ist eure einzige Gelegenheit, eurem Tod vorzutäuschen und ein für alle Mal zu entkommen. Mir reicht es jetzt. Töten wir sie einfach und nehmen uns ihre Häute und dann können wir meinen Tod auch noch verkünden. Kommt schon, es endet hier. Ja. Ja. Taristan Mohr. Das macht Spaß. Das ist tot. Und Redschick der Häuter ist auch so ein Vieh geworden. Ah, es ist gut, wieder in meiner eigenen Haut zu stecken. Ah, ich kann gar nicht glauben, dass ich das hier mache. Schluchz. Ja, ihr habt diese Monster getötet. Es war so schrecklich. Sie haben mich zu einer der ihren gemacht. Meine Haut von den Knochen gelöst und jetzt habe ich sie zurückgetan. Was meint ihr damit? Sie haben mich zu einer der ihren gemacht. Nun, jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt sollte alles in Ordnung sein. Sie sind tot. Was heißt das, alle zu ihren gemacht? Sie haben mich zu einer der ihren gemacht. Er hat meine Haut wie ein Mantel genommen und sich umgelegt. Er hat mir gesagt, ich wäre jetzt auch eine Hauttänzerin. Ich kann die dunkle Magie spüren, die in mir pulsiert, mich verändert. Er hat gelacht, er hat gesagt, mir wäre ein Geschenk zuteil geworden, wenn auch nur für kurze Zeit. Er hat mir gesagt, dass es eine Ehre wäre, wenn ein Hauttänzer eine neue Gestalt annimmt. Er hat gesagt, dass er seine Identität ändern müsse, aber nicht wolle, dass er von irgendwelchen Helden verfolgt wird. Er hat damit euch gemeint, oder? Er wusste von euch. Er wollte uns beide benutzen, mich und Tieres, aber Tieres konnte entkommen. Deswegen mussten sie ihren Plan ändern. Der Götter sei Dank, dass ihr es herausgefunden habt, aber ich kann so nirgends hingehen. Ich kann die Magie spüren, das Böse, das in mir wächst. Bitte, mein Fürst, helft mir. Was kann ich tun? Als er mir meine Haut nahm, hat Redschick gemeint, dass die einzige Möglichkeit, den Vorgang aufzuhalten, darin besteht, den Zauber Genesung einzusetzen. Aber er lachte und meinte, dass es mir wohl nie gelingen könnte, an diesen Zauber heranzukommen. Wenn ihr diesen Zauber irgendwo auftreiben könntet, könntet ihr ihn dann nicht auf mich anwenden? Vielleicht kann der oberste Priester im Wolkentempel helfen. Nur ich habe kein Geld. Ich weiß, dass diese Art von Magie äußerst kostspielig ist, aber vielleicht seid ihr ja dazu bereit, mich aus Herzensgüte zu retten. Ich wäre euch ewig dankbar. Dann kann ich euch wohl nicht helfen. Ihr seid bei dieser Angelegenheit auf euch allein gestellt. Vielleicht habe ich den Zauber ja schon dabei. Ich muss mal kurz nachschauen. Ich werde zum Tempel gehen und versuchen, diesen Genesungszauberspruch aufzutreiben, von dem ihr sprecht. Wartet hier. Mal kurz nachsehen. Bitte, bitte, wenn ihr über den Zauber verfügt und ihn beschaffen könnt, ich flehe euch an, mir zu helfen. So, neuer Tagebucheintrag. Das klingt wie alt, oder?
Gucken wir mal von hier an. Der Mann, den ich im Wald getroffen habe, Daris Zabur, gab mir zu verstehen, dass das hautlose Wesen Reiser womöglich gefangen hat, um ihre Haut abzuziehen und aus ihr seinesgleichen zu erschaffen. Sonst hätte es ihr Fleisch auf der Stelle verzehrt. Ich habe keine Ahnung, in welcher Verbindung Regic mit dieser Kreatur steht. Ja, Regic ist auch so ein Hauttänzer gewesen. Ich habe die Höhle, die Daris dann beschrieb, erreicht, muss jedoch feststellen, dass er hineingegangen war, um zu verhindern, dass Regic Reiser umbringt. Regic liegt bewusstlos da und Daris hat mich aufgefordert, ihn schnell zu töten, ehe er wieder aufwacht. Das Haut dieses Wesen scheint nirgends zu sein. Offensichtlich sind die Dinge alles gelagert, als ich dachte. Reiser ist offensichtlich in Wahrheit Regic und sie ist damit auch eine der hautlosen Kreaturen und Daris dann ebenfalls. Diese Angelegenheit wurde offenbar arrangiert, um mich glauben zu lassen, dass Regic endgültig tot ist. Nachdem ich Regic und Daris dann tötete, erfuhr ich von Reiser, dass auch sie in einen Hauttänzer verwandelt wurde. Offensichtlich dachte Regic, ich würde ihn jagen und entschied sich daher, seine Identität zu ändern. Er und Daris dann mussten ihre Pläne ändern, als Tiris entkam. Der einzige Weg, Reiser jetzt noch zu retten, ist ein Genesungszauber. Sie merkte an, dass Vaukens Tempel eine solche Schriftrolle haben könnte, falls ich keine hätte. Egal wie der Spruch. Widerspruch muss schnell eingesetzt werden und sie für immer verändert sein. Ja, zum Glück habe ich eine Genesung. Selber bei mir, hier. Oh, ich kann es spüren. Ich kann spüren, wie sich meine Haut normalisiert. Oh, danke, danke. Ich muss jetzt nach Hause gehen. Ich muss Tiere sehen. Ich danke euch nochmals, wunderbare Frau. 30.000 Erfahrungspunkte und der Genesungsschaber scheint gewirkt zu haben. Reiser ist wieder normal. Ich sollte Tiris aufsuchen und ihm die gute Neuigkeit mitteilen. Mal vorgucken wir mal, was die beiden noch bei sich trugen. Ein bisschen Gold und das war's auch schon. Natürlich. Jo. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Ja, ich muss bald rasten. Ja, Hira. Ja, Yoshimo. Ich bin später müde zu sein, wenn meine Fähigkeiten die höchste Konzentration haben. Der brauchen. Geist ist willig, mein Freund. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Meine Beine, wenn es das ist, was. Hallo, mein Freund. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Ah, wenn das nicht die Helden der Stadt sind, wollen zweifellos mein Geschäft für ihre Erfahrung verwenden. Jetzt, wo mein Kram wieder beladen ist, freue ich mich sehr, euch alles, was ihr wollt, verkaufen zu können, werte Dame. Ja, es ist gerade ein bisschen laut. Heiltränke, du hast nichts Besonderes, okay. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Was ist mit dir, Kumpel? Hallo, hättet ihr Lust, euch meine Waren anzuschauen? Ich würde gerne sehen, was du hast, ja. Holzflöcke, Schriftrollenbehälter, also auch nichts besonders Tolles. Holzflöcke wären nicht schlecht. Ich habe immer noch nicht geguckt, für was leere Trankflaschen gut sein sollen. Fragt nur. Keine große Herausforderung. Hast du auch was zu verkaufen? Solange ihr kein Steuereintreiber seid. Ihr seid gegrüßt, ein Held der Stadt in meinem Laden. Ich freue mich, euch begrüßen zu können und bitte euch meinen ganz persönlichen Dank für all das, was ihr für uns getan habt. Zeigt, was ihr anzubieten habt. Aber selbstverständlich, jetzt wo die ganzen Karawanen wieder in die Stadt einfahren, ist Handelstreff wieder der angemessene Name für unsere Stadt, nicht wahr? Okay, da ist ein roter Prügel. Keule Schwarzblut. Säure, ha? Der Zwergenwerfer. Kann nicht von Klerikern benutzt werden? Kann nur von Zwergen verwendet werden, aber nicht von Druiden, Magiern, Dieben, ha? Der Bogen sieht cool aus. Tanzcherons Kurzbogen. Die dünne ausgefasste Seele des Bogens wirkt so, als ob sie nutzlos wäre, doch wenn man sie spannt, merkt man da plötzlich, wie ein unsichtbarer Pfeil auf die Sehne liegt. Der mächtige Bogen benötigt keine Munition.
Das wäre... Wobei, so viel ist er gar nicht wert. Ich könnte ihn aber kaufen und ihn ausprobieren. Kampfstab plus 3. Schlagstecken. Schwerter, Krummsäbel, Ras. Ist ein Langschwert. Tanze des Schwert kann 4 Runden lang angreifen, ohne geführt zu werden. Also, damit kann man dein das Ding beschwören. Pfeile, Kugeln hat er auch. Versetzungsumhang, der ist mächtig. Der ist echt mächtig. Gürtel der Trägheitssperre. Also ja, der Versetzungsumhang, der sorgt dafür, dass das Ziel immer versetzt ist. Was ist der Gürtel der Trägheitssperre? Besondere Fähigkeit, der Träger erhält plus 5 auf Rettungswürfe gegen Odem-Waffen. Eine Resistenz von 25 gegen Fernkampfwaffen. Angriffe mit Fernkampfwaffen verursachen entweder 75 oder Vollschaden. Und eine Resistenz von 50 gegen magischen Schaden. Magische Angriffe wie magisches Geschoss oder Albidazin, blablabla, verursachen entweder 50 oder vollen Schaden. Interessant. Ja komm, wir haben Geld. Dann können wir ein bisschen was shoppen gehen. Ja, und Yoshibo noch den Bogen kaufen. So, dann gucken wir mal. Das können wir noch nicht identifizieren. Wer hat noch keinen Gürtel? Gürtel der Wucht, der macht Rüstungsklasse gegen Wucht. Der Hierer könnte einen vertragen. Gürtel der Zähigkeit muss angewandt werden. Gürtel der Hügelriesenstärke, der ist gut, wo er ist. Dann machen wir es so. Den kriegt Talisa und den kriegt Yahira. Kanalisationsumhang. Umhang der Überfindbarkeit. Umhang des Schildes. Sternenmantel. Ja, der wirkt eigentlich. Also das, der muss erst angewandt werden. Die Geschosswaffe, Tod, Odem, Zauberstäbe. Nee, dann behältst du lieber mal den Umhang. Das ist Keldorn versetzt. Eigentlich ist das ja wirklich ein Magierumhang. Deswegen machen wir das Ganze mal so. Sie sollte eh nicht so auf den Nahkampf angegriffen werden. Und gegen Fernkampf hat sie jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr, als sie vorher hatte. -7 gegen Geschoss. Das heißt, im Fernkampf ist sie eigentlich fast nicht zu treffen. Ne? Bei Sunes Geduld nicht noch ein. Du bist nur ein Edelmann, ein Mädchen. Was hast du jetzt zu sagen? Wir sind immer noch verdammt. Ich weiß es einfach, ich weiß es. Mhm.
Ja, wir gehen doch mal jetzt die ganzen Zelte und so ab und gucken mal, ob die Leute noch was Neues zu verkaufen hätten. Was möchtet ihr? Hey, wenn du hier landen willst, musst du erstmal was locker machen. Ich habe gehört, wir haben es euch zu verdanken, dass wir diese Genie-Plage losgeworden sind. Das ist gut. Ich habe bereits Anfragen von Kunden, die zurückkehren wollen. Ich muss meine früheren Mädchen kontaktieren und sehen, ob sie zurückkehren wollen. Den Handelstreff muss man anständig bleiben, wisst ihr? Die arme Annalyn hat um eine Pause gebeten, nachdem dieser Wilfried endlich weg ist, und ich habe sie ihr versprochen. Aber nun endlich gibt es wieder eine Chance, dass mein Zelt wieder zu einem ursprünglichen Geschäftsfeld zurückkehren kann. Dank sei euch, meine Fürstin. Du hast schon einen Kunden hier. Ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Alles in Ordnung, nehme ich an.